Also hallo nochmal und ein Willkommen zum zweiten Teil von unserem Webseminar. In diesem Teil werden wir uns die Plattform code.de genauer ansehen. Und zwar, weil diese für die Fernerkundung ausgelegt ist und für die Behörden kostenlos zur Verfügung steht. Wir haben heute das Glück, Dr. Michael Schmidt dabei zu haben. Er ist Projektleiter und Koordinator von code.de und daher ein Experte auf diesem Gebiet. Und er wird sich am Ende nochmal vorstellen und für Fragen bereitstehen. Wir haben diese Hälfte vom Webseminar in grob drei Teile geteilt. Das Ziel ist es, wichtige Begrifflichkeiten, die es um und über die Plattform code.de mal gehört zu haben und wie man sie so richtig einordnen kann. Lass mal uns direkt mit dem ersten Teil starten, und zwar den Satelliten. Die Satellitendaten von code.de, wie ihr bestimmt alle jetzt schon wisst, sind vom Copernicus-Programm. Neben den Copernicus-Daten gibt es auch Copernicus-Information und Verarbeitungswerkzeuge. Und diese werden durch eine standardisierte, cloud-basierte Plattform bereitgestellt. Diese Plattform nennt man auch DIAS. An sich gibt es fünf DIAS-Plattformen, über welche man Copernicus-Daten erhalten kann. Das sind kommerzielle Firmen, welche die Infrastruktur zur Bereitstellung von Copernicus-Satellitenbilder anbieten. In diesem Schaubild wäre code.de so eine Art Mini-DIAS, die aber in einer engen Zusammenarbeit mit CreoDIAS zusammen ist, weil sie ähnliche Infrastruktur benutzen. Wir haben ja vorhin schon sehr viel über die einzelnen Sentinel-Missionen gelernt. Natürlich gibt es auch über code.de die ganzen Daten von den Sentinel 1 bis 5P, die wir vorgestellt haben. Dabei gibt es aber auch Landsat-Daten und digitalen Höhenmodelle und weitere Satellitendaten. Ihr seht also, bei code.de gibt es schon eine große Bandbreite an Fernerkundungsdaten, die kostenlos Behörden zur Verfügung stehen. Kommen wir zum zweiten Teil, und zwar der Cloud-Infrastruktur. Hierbei wird das Stichwort Cloudflare immer sehr oft genannt. Das ist ein Cloud-Service von code.de und ich möchte kurz erstmal darauf eingehen, was eine Cloud überhaupt ist und was ein Cloud-Service macht. Eine Cloud beschreibt Computerressourcen, wie zum Beispiel Datenspeicher, Server oder Applikationen, welche als Dienstleistung angeboten werden. Eine Cloud ist dementsprechend ein Computer, der einfach an einer anderen Lokalität steht. Und wir als Cloud-Nutzer können dann mit unseren Computern darauf zugreifen. Im Falle von code.de stehen diese Computer in Frankfurt und sehen ungefähr so aus wie auf diesem Bild. Das sind Computer in großen, großen Schränken und wir als code.de-Nutzer können dann auf diese Computer zugreifen. Cloudflare als Cloud-Service ist dafür zuständig, diese Rechner zu verwalten und zu warten. Aber was kann man denn oder warum braucht man denn eigentlich eine ganze Cloud-Infrastruktur, um Satellitenbilder bearbeiten zu müssen? Und das ist ganz einfach, und zwar Rechenpower. Um einfach nur mal einen Vergleich zu haben, ein normaler Laptop hat ungefähr 8 GB RAM und 32 GB Festspeicher. Die Größe einer RAM beschreibt die Größe der Daten, die gleichzeitig bearbeitet werden können. Das bedeutet mehr RAM, so kann man eine schnellere Bearbeitung von großen Daten erzielen. Bei code.de gibt es Computer, die eine RAM haben bis zu 128 GB. Hierbei kommen meistens Begriffe wie Cloud, Instanz, virtuelle Maschine oder VM. Und diese ganzen Wörter beschreiben eigentlich letztendlich die Rechenpower und die Computer von code.de. Auf diesem Schaubild seht ihr zum Beispiel jetzt die Deutschlandkarte und die einzelnen Sentinel-2-Kacheln, die über Deutschland verteilt sind. Als Daumenregel gilt, dass eine Kachel, die ist ungefähr 1 Gigabyte groß. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel oder gute Anschaulichung, warum man eigentlich einen Cloud-Service braucht. Weil diese Daten so groß sind, dass größere Gebiete, zum Beispiel das Bundesland Hessen, was hier jetzt in Gelb eingezeichnet ist, wenn man da nur diese 7 Kacheln, die relevant sind, bearbeiten möchte, schon sehr viel Rechenpower braucht. Und dafür ist zum Beispiel code.de sehr gut geeignet.
Kommen wir also jetzt zum dritten Teil, und zwar den Applikationen und Anwendungen. Wir haben jetzt über die Cloud von Qt geredet, und jetzt ist die Frage, wie können wir sie denn benutzen? Fangen wir an mit virtuellen Maschinen und Virtual Storage an. Da gibt es ein ganz kurzes Schaubild. Und zwar, bei der Benutzung der eigenen Laptops und der Standrechner benutzen wir die lokale RAM und die lokalen Festspeicher. Wenn wir dann Satellitenbilder bearbeiten möchten, müssten wir sie aus dem Internet erstmal über eine Dias-Plattform herunterladen. Wird die virtuelle Maschine hingegen benutzt, können wir die RAM und die Festspeicher der anderen Computer benutzen, die in einer anderen Lokalität sind. Zur Wiederholung, die virtuellen Maschinen von Code.de sind dann dementsprechend auch viel stärker als im Schnitt die eigenen Ressourcen. Man kann theoretisch aber auch jede andere Cloud-Plattform benutzen. Zum Beispiel Google hat eine oder Amazon haben auch Plattformen. Aber der Vorteil bei Code.de ist hier, dass Satellitenbilder schon alle in den virtuellen Maschinen gespeichert sind. Daten, welche ihr euch im ersten Teil vorgestellt habe, also diese Satellitenbilder mit den unterschiedlichen Prozessierungsstufen, Landsat-Daten, digitale Höhenmeter und so weiter und so fort, sind alle schon auf den virtuellen Maschinen von Code.de. Diese Daten können sie also direkt benutzt werden. Man braucht einfach nur die Bezeichnung, also den Namen des einzelnen Bildes, und dann kann man sie direkt benutzen. Wie man auf diesen Namen oder diese Bezeichnung kommt, zeige ich euch dann später nochmal. Weiterhin kann man auf den virtuellen Maschinen auch Softwareprogramme draufladen, wie bei einem normalen Computer auch. Normalerweise ist es aber so, oder haben wir aus unseren Interviews sozusagen rausgehört, dass bei behördlichen Arbeitscomputern es schwierig ist, Software oder außerdienstliche Software darauf zu installieren auf den Arbeitscomputern. Und da könnte zum Beispiel eine virtuelle Maschine sehr praktisch sein, weil dann könnte man die ganzen Produkte oder die ganzen Softwareprogramme auf den virtuellen Maschinen laden und muss es nicht auf seinen lokalen Rechnern haben. Weiterhin kann man auch auf den virtuellen Maschinen seine eigenen Programme bereitstellen und durchlaufen lassen und zum Beispiel auch Fernerkundungsapplikationen für andere anbieten und hosten, zum Beispiel Webseiten. Wenn man aber diese ganzen virtuellen Maschinen nicht benutzen möchte, kann man es auch die Virtual Storage benutzen. Virtual Storage ist einfach nur ein großer Speicher, und man könnte theoretisch Code.de auch als ein großer Datenspeicher für Satellitenbilder benutzen. Code.de ist vom Bundesamt für Sicherheit zertifiziert und dementsprechend bietet es einen IT-Grundschutz für die Datentransfer. Ihr seht also, es gibt sehr viele Vorteile, Code.de zu nutzen und die Code.de-Infrastruktur. Es gibt kostenlose Rechenpower, kostenlosen Speicherplatz, die Satellitendaten stehen schon zur Verfügung. Man nennt es auch, die Satellitendaten sind auch schon gemountet. Potenziell schädliche Software oder Software, die vielleicht aus dem Ausland sind und nicht zertifiziert, kann man dann sozusagen da draufladen auf den virtuellen Maschinen, und es hat eine BSI-Zertifikation. Nachteile sind, dass die Wartung nicht vor Ort ist. Das bedeutet, wenn man irgendwelche Schwierigkeiten hat mit seiner virtuellen Maschine, dann muss man sich an den Kundenservice von Code.de melden. Um Code.de nutzen zu können, die Code.de virtuellen Maschinen nutzen zu können, braucht man auch eine dauerhafte Internetverbindung. Theoretisch, um es besser handhaben zu können, braucht man ein extra Programm, um es anzusteuern. Das bedeutet, man kann die virtuellen Maschinen über den Browser ansteuern. Empfehlen würde ich es aber trotzdem nicht. Man würde eher einen sogenannten SSH-Client benutzen. Ich habe euch jetzt hier ein paar Clients aufgelistet, wie man sozusagen das aufstellt. Dazu gibt es praktischerweise schon auch von Code.de eine Schulung. Neben der, ja, Schulung, wie man eine virtuelle Maschine und Virtual Storage aufsetzt, gibt es auch unter anderem sehr viele andere Schulungen. Zu denen komme ich später nochmal. Um euch ein bisschen so ein anschauliches Beispiel zu zeigen, wie so eine virtuelle Maschine für was sie benutzt werden kann, habe ich euch hier zwei Beispiele mitgebracht. Und zwar, das erste Beispiel, da wird Sentinel-5P-Daten benutzt. Wie wir im ersten Teil des heutigen Webseminars wissen, kann man mit Sentinel-5P unterschiedliche Treibhausgase messen. Das macht sich die Anwendung Space Emission zunutze. Space Emission wurde bei der UBA ins Leben gerufen und ist eine Anwendung, welche die Stickstofftreibhausgase schätzt.
Und diese Anwendung benutzt Code.de auf drei unterschiedlichen Arten. Einerseits benutzt es die Satellitendaten, die Code.de zur Verfügung stellt, also die Sentinel-5P-Daten. Auf der anderen Seite, für die Schätzung, muss eine Berechnung gemacht werden. Also die Daten müssen analysiert werden und es muss eine Berechnung gemacht werden. Und da benutzt Space Emission die Rechenpower von Code.de. Und als drittes, wenn ihr auf diese Webseite geht, könnt ihr ja mit der Webseite interagieren und die muss an irgendeinem Rechner gehostet werden. Und das macht Code.de. Das bedeutet, die Webseite ist dann auch gehostet auf Code.de und dementsprechend benutzt Space Emission Code.de in unterschiedlicher Art und Weise. Ein zweites Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung in Niedersachsen. Die haben Projekte, wo es um Bodenbewegung geht, aber auch eine kleine Anwendung, wo es um wolkenfreie Mosaike geht. Das LGLN nutzt die Rechenpower von Code.de, um beispielsweise diese wolkenfreien Mosaike von den einzelnen Landkreisen zu berechnen und zu speichern. Da benutzt das LGLN Code.de als kostenlosen Datenspeicher für die berechneten wolkenfreien Mosaike von den einzelnen Landkreisen. Das waren jetzt die Beispiele zu Virtual Machine und Virtual Storage. Kommen wir jetzt zu einer nächsten Applikation und Anwendung von Code.de, und zwar den EO Browser und den EO Finder. Ich meinte ja vorhin, dass wenn man Satellitendaten benutzen möchte auf Code.de, braucht man ein Kennwort oder eine Bezeichnung. Man muss wissen, welches Satellitenbild man haben möchte. Um dieses passende Bild zu suchen, bietet Code.de eine visuelle Möglichkeit, im Browser nach passenden Satellitenbildern zu suchen. Hat man also diese passenden Bilder herausgesucht, braucht man nur noch die Bezeichnung, schaut man sie in der Ordnerstruktur der virtuellen Maschine nach und dann ist dieses Bild dort schon vorhanden. Man muss sie also nicht nochmal runterladen. Wenn man die virtuelle Maschine nicht benutzen möchte, aber stattdessen Satellitendaten direkt auf seinem lokalen Rechner haben möchte, kann man über den EO Finder die Satellitenbilder auch herunterladen. Der EO Browser hingegen bietet die Möglichkeit, interaktiv die Satellitenbilder zu vergleichen. Deswegen gibt es da zwei unterschiedliche Tools. Wie genau man mit diesen Tools arbeitet, damit konnten und haben wir auch schon eine ganze Schulung sozusagen gefüllt. Auf der Fernlernseite gibt es da ein detailliert ausgearbeitetes Handbuch. Und in diesem Handbuch gibt es eine Schritt-für-Schritt-Einleitung und Beschreibung, wie der EO Finder und EO Browser zu benutzen sind, um passende Satellitenbilder für seine eigene Anwendung zu finden. Dann sind wir jetzt schon über zwei Anwendungen von Code.de durch. Jetzt kommen wir zum dritten, und zwar Jupiter Hub. Jupiter Hub ist ein Programm, ein Open-Source-Programm, welches auf der Code.de-Plattform genutzt werden kann. Jupiter Hub ist ein Programm, welches bei der Fernerkundung primär zur Datenprozessierung genutzt wird. Man kann es auch für andere Sachen benutzen, aber für die Fernerkundung ist es primär zur Datenprozessierung. Ähnlich wie beim GIS-Programm kann man die Daten einladen und weiterverarbeiten. Anders als beim GIS-Programm gibt es aber keine interaktive Kartenanzeige. Der Vorteil dabei ist aber, es können nicht nur große, sondern mehrere große Daten gleichzeitig bearbeitet werden bei Jupiter Hub und dementsprechend ist es schneller als ein GIS-Programm, wenn man die Geodaten verarbeiten möchte. Jupiter Hub arbeitet mit den sogenannten Jupiter Notebooks und das seht ihr jetzt hier eingeblendet. Man hat einzelne Code-Schnipsel, die kann man mit Kommentaren versehen und wenn man den Code laufen lässt, gibt es eine visuelle Ausgabe. So ungefähr ist ein Jupyter Notebook aufgebaut und dadurch, dass alles in diesem Jupyter Notebook eingebettet ist, kann man das auch gleichzeitig teilen mit anderen Menschen. Jupyter Hub sollte man nutzen, wenn man viele Datenmengen hat. Es ist sehr flexibel und vor allem, wenn es feste Prozessierungsschritte gibt und diese wiederholt werden müssen, ist es eine tolle Möglichkeit, Jupyter Notebooks zu benutzen. Also, falls ihr Anwendungen habt, die jeden Monat immer wieder die gleichen Schritte sozusagen durchführen, aber nur auf neuen Daten, ist Jupyter Hub eine gute Anlaufstelle.
Ich möchte euch ein Interview zeigen mit Markus Kuttenbach. Er kommt aus dem Hessischen Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformationen. Und Markus Kuttenbach zeigt uns ganz toll, dass man ohne Python und JupyterHub-Erfahrung mit Satellitenbilder und der Infrastruktur von Go.de gut arbeiten kann. Mich motiviert die Arbeit mit Satellitendaten, weil sich insbesondere die Technik, beispielsweise die Sensoren, aber auch die Datenverarbeitung, Datenanalyse stetig weiterentwickelt und die Daten auch aufgrund der hohen Aktualität sich für sehr viele Fragestellungen eben auch eignen, gerade auch im Umweltbereich. Zunächst einmal wollen wir natürlich die hohe zeitliche Auflösung von optischen Sentinel-2-Daten nutzen, um in erster Linie die Aktualisierungshinweise für unser ATGIS-Basis-DLM abzuleiten, also sprich für das digitale Landschaftsmodell. Das passiert bis dato immer noch auf Grundlage der Luftbilder bei uns. Sehr gut, diese Luftbilder eben zu ergänzen, insbesondere dann, wenn eine hohe zeitliche, aber auch eine hohe spektrale Auflösung gewünscht ist. Und da ist Sentinel-2 mit 13 Kanälen schon sehr gut dabei. Und wir haben jetzt bei uns im Amt uns erst einmal auf monatliche, wolkenfreie Sentinel-2 Hessen-Mosaike geeinigt. Ist das immerhin schon 24 Mal höher, die Aktualisierungsrate wie unsere Luftbilder. Ja, wenn es die Wolkenbedeckung zulässt, dann lasse ich ein Python-Skript laufen auf code.de, also auf dem JupyterHub. Und dort wird dann quasi vollautomatisiert ein Sentinel-2-Abbild vom Bundesland Hessen erstellt mit allen 10 und 20 Meter Kanälen. Und selbstverständlich könnte man so ein Skript auch lokal ausführen. Allerdings hat gerade so eine Online-Plattform oder die Cloud-Lösung auch den Vorteil, dass man weder die Rohdaten noch die Zwischenprodukte irgendwie downloaden muss. Zunächst einmal schaue ich quasi am Ende eines jeden Monats, ob es für die, in unserem Fall, für die 7 hessenrelevanten Sentinel-2-Kacheln auch wolkenfreie Aufnahmen gibt. Und das ist quasi auch so das einzig Händische, was da jetzt noch passiert. Dann schmeiße ich eben das Skript an und im Endeffekt ist das Skript wirklich, wirklich Basics. Also da gehört dazu die Datenauswahl, Datenstacking, also die Daten der einzelnen Kanäle liegen ja auch als einzelne Dateien vor. Dann noch ein Resampling der 20-Meter-Bänder auf 10 Meter, dann umprojizieren auf unser EPSG, dann noch ein Zuschneiden auf Hessen und im Endeffekt dann noch die Ausgabe als GeoTIFF. Dann downloade ich das fertige Mosaik und dann verarbeiten wir es noch teilweise dann eben lokal bei uns weiter. Und gerade für die Klassifizierung berechnen wir bei uns dann noch diverse Indizes. Ja, das ist richtig. Ich habe zu Beginn natürlich, als ich angefangen habe, erstmal geschaut, woher man die Daten kriegen kann und auf welcher Plattform die Daten stehen. Und da kam Code.de natürlich direkt in Frage. Bei den, was die Python-Skripte angeht, auch sehr viel selbst ausprobiert. Und obwohl ich wirklich gerade in Python überhaupt keine Kenntnisse hatte, kann ich natürlich auch jedem empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Was auch sehr, sehr wichtig ist, ist meiner Meinung nach der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen von anderen Behörden aus anderen Bundesländern. Und was ich auch empfehlen kann, und deswegen sind die meisten wahrscheinlich auch hier, sind Schulungen, Workshops, Veranstaltungen. Das war ein ganz tolles Beispiel dafür, wie man sozusagen sich ein bisschen Python selber aneignen kann. Natürlich kann man neben wolkenfreien Mosaiken oder Satellitenbilder zuschneiden, auch anders Satellitenbilder bearbeiten. Aber was genau kann man denn mit so Code-Schnipseln in Notebook reinschreiben? Wo genau fängt man da eigentlich an? Die erste Anlaufstelle könnte dann Code.de selbst sein. Denn Code.de bietet ein paar Einstiegs-Notebooks, welche für den Beginn fürs Einladen der Satellitenbilder genutzt werden können. Also wie man die Bilder einlädt und anzeigen lässt. Vielleicht habt ihr von JupyterHub und JupyterNotebook schon gehört, aber falls nicht, kann folgende Information vielleicht
sehr viele Informationen auf einmal wirken. Wir möchten hier einfach erstmal nur eine Übersicht geben und verschiedene Orte und weiterführende Informationen einfach zeigen. Fangen wir erstmal mit dem ersten an, und zwar den Copernicus Atmosphärenüberwachungsdienst. Der hat nämlich ein Tutorial-Portal. Auf GitHub gibt es ganz viele von diesen Notebooks. Jede einzelne von diesen Dateien ist eine Anwendung, die man mit den Daten von atmosphärischen Überwachungsdienst und dem Klimawandeldienst nutzen kann und dann in diesen Notebooks sich anzeigen lassen kann oder weiterverarbeiten kann. Eins haben wir uns hier rausgesucht, und zwar die Berechnung des European Air Quality Index. Da haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Ergebnisse sehr gut aussehen, dass die Anwendung sehr einfach ist. Und hier arbeitet man, wie gesagt, mit Python-Notebooks. Der Code ist leider auf Englisch. Man kann sich dann als Ausgabe dann so verschiedene Karten von seinem Gebiet anzeigen lassen mit den unterschiedlichen European Air Quality Index. Als zweites vom Copernicus Klimawandeldienst gibt es das Climate Data Store Toolbox. Das sind auch verschiedene Applikationen. Es gibt dabei eine Application Gallery mit unterschiedlichen Anwendungen. Man kann entweder diesen Code, der da präsentiert ist, als Basis nehmen und in code.de reinladen und ein bisschen modifizieren, um selber daran als Basis zu nutzen, um selber sich Sachen anzeigen zu lassen. Oder wenn man sich dort anmeldet bei dem Climate Data Toolbox Store, kann man auch vor Ort den Code da benutzen. Eins von den Anwendungen haben wir uns da rausgesucht, und zwar den Lufttemperaturanomalien. Da gibt es von dem Copernicus Klimawandeldienst Daten von 1980 bis heute. Da kann man sehr schöne Karten und sehr gute Visualisierungen rauskriegen. Aber was man dann am Ende sehen kann, sind unterschiedliche Graphen, die die Temperaturanomalien zum Beispiel hier in Frankreich anzeigen. Dann kommen wir zum dritten Dienst, und zwar den Landüberwachungsdienst. Der bietet auch einige Jupyter Notebooks an, zum Beispiel zum organischen Gesamtkohlenstoff. Da gibt es Klimadaten von 1900 bis geschätzte Daten bis 2100, und die kann man sich dann in den Notebooks anschauen und visualisieren lassen. Das ist eigentlich ein sehr guter Einstieg in Jupyter Hub. Neben den ganzen Copernicus-Diensten gibt es auch außerhalb ganz viele Anlaufstellen. Eine ist der EO-Learn. Da kann man die Landnutzung und Landbedeckung sich anzeigen lassen. Oder es gibt auch ein Beispiel, wie man sich Wassermonitoring anzeigen lassen kann. Zum Beispiel hier bei einem See. Da wird mit dem Sentinel-2 geschaut, wie das Wasser zurückgegangen ist. Und man kann sich das dann zeitlich anzeigen lassen. Das sind einfach sehr gute Einstiegsmöglichkeiten, wenn man sich mit Jupyter Notebooks beschäftigen möchte. Wir haben also gesehen, es sind verschiedene Anwendungen, und es lohnt sich, sich mit Python und Jupyter Hub auseinanderzusetzen, denn die Community ist sehr groß. Da gibt es zum Beispiel von der Dias-Plattform Wig.io eine Jupyter Notebook Competition. Die ist zwar jetzt durch, aber sie werden demnächst die Gewinner Notebooks veröffentlichen. Deswegen wird sich da auf jeden Fall lohnen, da reinzugucken, was da für verschiedene Anwendungen angeboten werden. Neben den ganzen Notebooks gibt es natürlich auch unterschiedliche Daten zur Verfügung von den unterschiedlichen Diensten. Wir haben euch hier drei Stores aufgelistet, wo Daten zur Verarbeitung bereitgestellt werden. Kommen wir zum letzten Anwendung, und zwar den DataCube. Der DataCube ist auch eine Anwendung von code.de, der die Satellitendaten und die Rechenpower vereint. Man hat eine browserinteraktive Oberfläche, da stellt man Vegetationsindizes ein, die man haben möchte, und diese kann man sich dann über den Webservice in QGIS einladen oder im Browser in Sentinel Hub anzeigen lassen. Man sieht, das ist die Oberfläche von DataCube. Da sieht man, dass man unterschiedliche Vegetationsindizes sich einstellen kann. Und dann, wenn man sie einlädt mit dem Webservice in QGIS, dann sieht die Karte ungefähr so aus.
zu Vegetationsindizes gibt es noch ganz viele Informationen im Workshop. Da geht es mehr in Tiefe, welche Vegetationsindizes für welche Anwendungen gut sind. Ich möchte euch hier einfach nur die Tabelle zeigen oder eine Webseite. Das sind ganz viele Vegetationsindizes zusammengesammelt und aufgelistet oder eingeteilt in verschiedene Anwendungen. Man kann sich dann pro Anwendung dann anzeigen lassen, welche Vegetationsindizes es gibt. Die kann man dann in dem Data Cube sozusagen sich einladen und dann anzeigen. Momentan kann man die Karten zu Vegetationsindizes sich nur in QGIS anzeigen und noch nicht zur Weiterverarbeitung, aber das wird demnächst auch möglich sein. Das lohnt sich sehr, wenn man sozusagen durch den Webservice Vegetationsindizes-Analysen mit anderen Menschen teilen möchte. Zum Data Cube gibt es auch von code.de eine Schulung. Die ist auch unten nochmal verlinkt. Nochmal zusammenfassend, wir haben uns ein bisschen über die Satellitendaten und über die Möglichkeiten von code.de, von den Daten, die sie angeboten werden. Dann haben wir uns angeguckt, wie die Cloud-Infrastruktur aufgestellt ist und dann ein paar Applikationen von code.de. Wie ich schon am Anfang angeteasert habe, es ist heute der Michael Schmidt bei uns, der bei dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt mitarbeitet. Und ich würde ihn gerne fragen, ob er sich vielleicht selber vorstellen möchte. Ja, kann ich gerne machen. Mein Name steht da, Michael Schmidt. Ich darf das Projekt code.de von der Raumfahrtagentur aus betreuen. Wir machen code.de im Auftrag des BMDV, die das Projekt auch finanzieren. Die Ausrichtung ist halt sehr klar für behördliche Nutzung ausgelegt. Und da kann ich Sie natürlich auch nur alle einladen, uns Ihre Bedürfnisse zu kommunizieren. Wir versuchen die Plattform eben dann den Nutzenden entsprechend oder den Bedürfnissen der Nutzenden entsprechend auszurichten und zu verbessern. Tio hatte es ja auch angedeutet, es sind verschiedene Daten auf code.de verfügbar. Das C in code.de steht für Copernicus, also da liegt der Fokus drauf. Welche Daten genau alle da sind, steht dann unter der Webseite im Portfolio dann eben auch beschrieben. Können Sie sich gerne umschauen. Unter anderem wollte ich dann noch erwähnen, Sentinel-6-Daten sind auch da, allerdings über die VM dann gemountet. Ansonsten gibt es auch noch zusätzliche Daten, wo wir dachten, dass sie vielleicht interessant sein könnten, also atmosphärenkorrigierte monatliche Komposite oder eben von Sentinel-2-Daten und von Sentinel-1-Daten auch monatliche Backscatter-Komposite zusammengeführt, so als vielleicht eine Art Vereinfachung für Nutzende. Tio hatte auch die BSI-Zertifizierung genannt. Das hatten wir vorher uns auch informiert, dass es für viele Behörden natürlich sehr wichtig ist, um zu wissen, dass die Daten ISO 27001-Zertifizierung unterworfen sind. Aber zusätzlich haben wir auch noch den Kriterienkatalog im Cloud Computing C5 beauftragt. Und das ist auch umgesetzt. Also es ist nochmal eine Stufe stringenter in der IT-Sicherheit. Das natürlich vor dem Hintergrund, dass viele behördliche Nutzer dann auch Daten vielleicht in die Cloud hochladen würden, in ihre eigene VM, um damit zu arbeiten und eben absolut sicher sein zu können, dass da die höchsten Sicherheitsstandards gelten. Es kann vielleicht anders angeklungen sein, also gerade jetzt beim Arbeiten in der Cloud, gerade wenn man über die virtuellen Maschinen arbeitet, dafür sind sie selbst dann verantwortlich, können da im Grunde genommen machen, was sie wollen. Also solange sie sich keine Bitcoins schürfen oder sonst irgendwas machen, also irgendwas mit Copernicus, sollte das Ganze schon zu tun haben, weil es eben mit dem Support so ein bisschen anklang. Also der Support ist da, um sie zu unterstützen. Sie können mit den VMs völlig eigenständig arbeiten und können da machen, was sie für richtig halten. Kleine Ergänzung vielleicht auch nochmal dann zum Jupyter Lab oder Jupyter Hub. Der Herr Kurtenbach hat es auch angedeutet. Also wir haben über die Webseite ansteuerbar, eben über so ein kleines Knöpfchen, steht dann Jupyter Hub als Ressource zur Verfügung. Wollte ich vielleicht nochmal darauf hinweisen, wir haben das jetzt so als Tool eingerichtet, dass Nutzende sich den Zugang vielleicht zu Python oder den Programmiersprachen, die Jupyter Hub unterstützt, finden und so ein bisschen rumspielen können. Man kann damit dann eben auch arbeiten, aber es sind begrenzte Ressourcen dafür vorgesehen.
Wenn Sie jetzt wissen, dass Sie größere Datenmengen da prozessieren würden wollen, können Sie uns aber auch Bescheid sagen, dann schauen wir, dass genügend Ressourcen dafür da sind. Ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, mit Jupyter Notebooks auf der eigenen VM zu arbeiten. Dann sind Sie eigenständig in Kontrolle über die gesamten Ressourcen, die Sie dann brauchen. Markus Kurtenbach hatte auch noch was zum Austausch erwähnt. Es gibt auch ein Forum auf Qt.de, ein begleitetes Forum. Da gibt es verschiedene Themen, zu denen man sich äußern kann. Und würde ich Sie auch zu einladen, wenn Sie es interessiert, sich da umzuschauen und sich an den Diskussionen zu beteiligen. Super, der Herr Michael, dann herzlichen Dank von uns, vom GFZ, dass du dir die Zeit genommen hast, heute dabei zu sein. Danke für die Ergänzungen. Dann kommen wir jetzt nämlich auch zur Verabschiedung. Ihr bekommt alle weiterführenden Links und Informationen zu den Anwendungen, zu den Beispielen in den geteilten Notizen. Wir freuen uns auch über qualitatives Feedback. Wenn ihr im Nachgang irgendwie noch Ideen, Anregungen habt, was man in Zukunft besser machen könnte, dann freuen wir uns über eine E-Mail oder ihr könnt uns auch gerne anrufen. Wir freuen uns über bilateralen Austausch. Wir haben eine Webseite, dort sind die Handbücher und die Webseminare auch verfügbar. Also zum Beispiel das Qt.de-Handbuch, was Theo genannt hatte, findet ihr auf der Webseite. Wir haben aber auch noch andere Handbücher zur Grundlagen der Fernerkundung, zu Einstieg in QGIS. Also wir haben da verschiedene Grundlagenhandbücher, die, glaube ich, gerade für Einsteiger sehr gut geeignet sind, die sehr detailliert beschrieben sind. Da gerne mal reinschauen. Wir haben auch ein Forum. Dieses Forum hat zum Ziel, auch den Austausch mit Nutzenden zu befördern. Und dann haben wir noch den YouTube-Kanal, wo wir die ganzen Webseminare, die wir bisher hatten, zum Beispiel von dem Vorgänger Sapiens-Projekt und dem Konsa-Projekt schon hochgeladen haben. Also wenn ihr da ein bisschen noch was zur Landwirtschaft oder auch so Fernerkundungsgrundlagen wissen wollt, dann schaut auch gerne mal da rein. Ich würde an dieser Stelle mich im Namen meines Teams nochmal bedanken für eure Aufmerksamkeit. Hat uns gefreut, dass ihr dabei wart. Dankeschön.